Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Chinese Frontiers Prolog. Ja, in der letzten Folge hatten wir ein paar Sachen gebaut und zuletzt hatten wir hier diese Kochstelle hier bauen müssen. Und die sollen wir jetzt auch benutzen. Benutze den Feldküchentisch, um Teig zuzubereiten. Mische den Teig mit den gesammelten Zutaten im Kochherzen. Um Perlenfischbällchen von Hubei in Brühe zu kochen. Ja, wie gesagt, die Übersetzung ein bisschen hakelig und meine Vorlese-Skills sind auch auf jeden Fall ausbaufähig. Ach hier, Feldküche. Warte mal. Teig zuzubereiten, okay. So, für Teig brauchen wir 2 Reismehl. Ach, wir müssen erstmal Reismehl herstellen. Dazu brauchen wir 2 Reis, okay. Ach, okay, ja. Ich muss es zweimal herstellen. Also 4 Reis, sag ich mal, für 2 Reismehl. So, einmal Teig. Und, mische den Teig mit den gesammelten Zutaten im Kochherzen. Okay. Kochstelle. Denke mal, jetzt einfach hier reinschmeißen, oder? Hubei Perlenfischkugeln im Brühe. Ja, das sollen wir herstellen. Sieht auf jeden Fall irgendwie sehr appetitlich aus. Also da hätte ich auch schon Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses unglaubliche befriedigende Gericht reicht... Oh, das geht viel zu schnell. Okay. Achso, ich soll das jetzt essen. Kann ich das irgendwie direkt benutzen? Ne, ich muss anscheinend immer alles direkt reinziehen. Okay, hier sind so viele Sachen für Handwerk, die noch gelockt sind. Wir haben nur Werkzeug da. Hm. 我将向你展示如何使用它来建造更耐久的结构，请建造田间灰窑。 Feldmörtelofen. Freiluftwerkstatt neben. Okay. Dann schauen wir mal. 4 Stein und 3 Ton. So, 4 Steine brauchen wir und 3 Ton. Gut, dann let's go. Direkt daneben einfach platziert, natürlich falsch rum. Benutze die Spitzhacke, um Kalkstein abzubauen. Okay, dann müssen wir erstmal die Spitzhacke wieder herausholen. So, dann. Hier oben. Achso, den können wir nur so mitnehmen. Okay, das ist anscheinend nicht das richtige Gebiet hier dafür. Hm. Okay, nachdem wir gestorben sind, hat sich das anscheinend hier alles wieder resettet. Ach hier. Ja, aber... Ach,
ich muss zu einem bestimmten Ort gehen, um das da abzubauen. Ah. Ja, okay. Das ist jetzt natürlich mein Fehler gewesen. Ach, ja klar, Kalkstein ist hier das gelbe, dieser gelbe Stein. Ja. Gut, so. Nach dem Hinzufügen von Kalkstein und Reis zum Mörtelofen einfach das Feuer. Mische die Zutaten, um Mörtel zu sammeln. Nicht genügend Reis, okay. Genügend Kalk? Ja, irgendwie bin ich hier ein bisschen verwirrt. Also wir brauchen mehr Reis, oder wir brauchen hier... Ich dachte, das Feuer entfacht jetzt von alleine. Nach dem Hinzufügen von Kalkstein und Reis zum Feldmörtel entfacht das Feuer. Mische dann die Zutaten. Du hast nicht die erforderlichen Ressourcen. Hä? Habe ich aber. Oder muss ich wirklich beide Slots voll machen? Brauchen wir jetzt mehr Kalkstein und mehr... mehr Reis oder was? Dann baue ich halt nochmal ein bisschen Reis an. Kein Problem. Und da unten ist, glaube ich, noch ein Kalkstein gewesen. Wenn ich mich nicht... Nee. Wofür nicht das denn? Gute Frage. Naja, dann bauen wir erstmal ein bisschen Reis an. Samen von Reis, ja. Scheinbar haben wir ja nicht genug. Hä? Warte mal. War unser Reisfeld nicht gerade vorher hier noch? Trocknet das mit der Zeit aus? Muss man das dann nachwässern oder was? Ach, ich sehe jetzt auch unten rechts neben diesem komischen Drei-Finger-Symbol, neben dem Reisbeutel, steht auch, wie viel in dem Sack hier noch drin ist. Also nur ein bisschen auf jeden Fall. Noch 7. Damit können wir ja das Feld hier nicht mehr ganz fertig machen. Ein Slot wird frei bleiben oder ein Feld. Aber ist okay. So, jetzt muss ich aber trotzdem noch Kalk finden. Können wir nicht schwimmen oder was? Das Wasser fügt uns auf jeden Fall Schaden hinzu. Why? Das ist ja crazy. Das ist echt krass. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, wo ich denn jetzt noch Kalkstein herkriege. Weil scheinbar ist hier jetzt nichts großartig. Ah, da vorne vielleicht. Ja. Okay, wenn man also auf die linke Dings-Taste drückt, kommt auf jeden Fall nichts. Okay, man muss ja einfach so abbauen.
Oder einfach versuchen abzubauen. So. Ist das auch noch Kalk? Nee. Vielleicht reicht das ja schon an Kalk. Das werden wir gleich herausfinden. Mir macht es nur gerade eher ein bisschen Sorgen wegen Leben. Wie können wir das denn wieder auffüllen? Okay, das ist voll. Haben wir hier vielleicht noch ein bisschen Reis? Ach, ja klar. Wir haben hier sogar noch ein bisschen Reis. Das sollte vielleicht sogar reichen schon. Ja. So. Nicht die erforderlichen Ressourcen. Ich stehe gerade richtig auf dem Schlauch. Also ich weiß beim besten Willen nicht, was wir hier noch machen sollen. Wir haben alles da. Klebreis und Weißkalkhydrat. Bla bla bla. Ich soll Holz da unten reinschmeißen. Ah. Welches Holz brauchen wir da genau? Einfach ganz normales Holz, okay. Fünfmal. Wo ist die... Hier, primitive Beil. Gut. Fällen wir nochmal einen Baum, damit wir genug Holz haben. So. Perfekt. Ach, hier liegt auch noch Holz rum für uns. Ja, egal. Das ist aber immer jeweils nur eins, scheinbar. Reicht aber auch trotzdem aus. Okay, das können wir nicht mitnehmen. Okidoki, dann... Ach, 50 brauchen wir. Ey, was fehlt ihm noch? Ach, gedrückt halten. Jetzt. Aha, jetzt funktioniert's. Hey, 太好了！现在是时候看看你能否在野外自行处理。使用你学到的所有知识来建造一个简陋的石匠工具。我会从我的长椅上看着你，让我们开始工作吧。 Einfacher Steinmetzwerkstatt. Werkstätten. Ja, das weiß ich ja. So, hier. Einfach Steinmetzwerkstatt. So, wo baue ich das hin? Irgendwo, wo Platz ist halt, ne? So, ich würde es aber auch so platzieren, dass ich den Eingang richtig platziere. Einfach jetzt hier hingeschissen. Wortwörtlich. Dazu brauchen wir den Bauhammer wieder. Den haben wir ja abgelegt gehabt. Kann ich da auch mehr herstellen? Hä? Was? Was war das jetzt? Ach, während wir diese Animation machen, zeigt er uns das hier an. Okay, okay. Wer isst jetzt einfach irgendwas hiervon? Zwiebel. Komm, ein bisschen Rettich. Um unser Leben einfach ein bisschen wieder zu regenerieren. Aber scheinbar bringt das auch nichts. Ah doch, muss ja erstmal essen. Aber es regeneriert unser Essen, also unser Leben zumindest nicht. Das ist schlecht. Das ist ultra schlecht. So, wo ist der Bauhammer? Hier. Den machen wir auf die 4. Ich wette, ich muss sowieso gleich wieder hierher, um irgendwas abzuholen. Ach, geh aus dem Weg. Ah, okay. So,
doch erstmal hier das Fundament fertigstellen. Und dann den Boden. Ich habe nicht die erforderlichen Ressourcen. Stein und Mörtel. Okay, Mörtel haben wir mehr als genug. Stein brauchen wir noch ein bisschen. Jetzt habe ich auch natürlich nicht das richtige Werkzeug dafür dabei, aber wir nehmen einfach jetzt hier den Stein, der hier rumliegt. Hier ein bisschen noch. Ein bisschen Holz können wir auch mitnehmen, wenn es hier schon rumliegt. So, so, so. Was? Wo gibt es hier? Ach, hier oben ist auch jede Menge. Aber ich glaube, das sollte gleich erstmal schicken. Ich denke, das passt soweit. Da wir sind auch gleich anscheinend Level 2. Weil 990 Erfahrungspunkte von 1000. Auf der 4, genau. Also ganz symmetrisch sieht das hier alles nicht so aus. Nein, der Bauhammer ist futsch. Stellen wir den halt so her. Du hast aufgestuft. Ah, jetzt können wir wieder was Neues. Wir machen das hier mal. Ja, hier sieht man es irgendwie nicht. Was fehlt mir schon wieder? Ah, mir fehlen noch 4 Steine für beide Fundamentplatten, sag ich mal. 1, 2, 3, 4. Perfekt abgezählt. So, jetzt brauchen wir die Stämme dafür. Kannst du es nicht mit dem Hammer? Ach, wir sollen jetzt wahrscheinlich von da hinten die Stämme holen. Genau. Damit kann man auch noch rennen. Okay. Interessant. So. Ach, jedes Mal einzeln. Na gut. So. Hier. So, noch 2 Stück. Bam. Okay. Baumstamm und Holzpfahl. Wie viele Fehler haben wir? Hier keins. Wie viel haben wir da drinne? Auch jede Menge. Komm, machen wir die hier rein. Planken nehmen wir auch gleich mit. Die werden wir wahrscheinlich auch brauchen. So. Ah, und wieder. Stämme. Hätte man das nicht auch gleich machen können? Wo wir die anderen Stämme platziert haben. Das hätte meiner Meinung nach mehr Sinn ergeben. Nein! Och Manu. Ist leer. Miese Brise. So, wie hat das hier nochmal funktioniert? Oh, okay. Von der Lagerkiste können wir auf jeden Fall nicht auf das andere drauf zugreifen. Okay, wir müssen 30 Holz. Dann gehen wir jetzt ein bisschen Bäume fällen.
Okay, okay, okay. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein bisschen grindy, aber es war ja nicht anders zu erwarten. Das ist ja das, worauf ich gerade Bock hatte. Und die Musik, die beruhigt auch ein bisschen. Also mit der Musik haben sie auf jeden Fall schon einiges richtig gemacht. Es ist zwar eine monotone Melodie, sag ich mal, aber es passt einfach und ist, wie gesagt, beruhigend, entspannt ein bisschen. 42, dann brauchen wir aber ein paar mehr. Oh, jetzt ist natürlich der Hammer kaputt gegangen. Das ist ja der Hammer. Der Beil. Okay, brauchen noch 3 Steine. 1. So, hier war irgendwo noch einer. Na egal. Ach, hier. So. Dann können wir unseren... Jetzt weiß ich aber nicht mehr, welcher Baum das war. Ach, der hier, okay. Der schon umgefallen ist. Klein machen. Okidoki, ich denke mal, das reicht erstmal für den Anfang. Nicht genug Holz. Ja, uns fehlen noch 8, komm, damit wir gleich 2 von diesen Stämmen haben. Das haben wir auch gleich. So. Ja, ein bisschen sind die Stämme noch ein bisschen steif, will ich mal sagen. Also habe ich mich so ein bisschen an das System von Sons of the Forest gewöhnt. So, dann stellen wir hier. Einmal. Nochmal. Sollte uns aber erstmal für draußen reichen. Ach, man nimmt gar nicht alle mit. Das ist gut. Das ist sehr gut. Kann ich das jetzt hier mitten hinlegen? Oh, kann ich. Perfekt. So. Was brauchen wir für hier? Holz. Kannst du es mit dem Stamm machen? Nee. Oh. Mit dem Bauhammer wahrscheinlich, ja? Hä? Hey. Ah ja. Ah, dafür ein Holz zu verschwenden gleich. Hätten die da nicht irgendwie was anderes machen können? Oder hätten die das einfach nicht gleich mit platzieren können? Das ist schon arg verschwenderisch. So, und schon wieder Stämme. Weil man die ja nicht hätte gleich platzieren können. Na, komm. So, wo fehlt jetzt hier was? Ach, hier außen. Wie soll ich denn da hinkommen? Hallo? Danke. So wie Sie sehen, einige chinesische Gebäude sind der Höhe des Menschen. Von der Oberfläche her zu bauen, ist sehr schwierig. Deshalb die Hauptstütze 已到达难以到达的地方。 Ah, okay. Gerüste. Cool. Das ist auf jeden Fall nice. Schmales Gerüst. 2 Bambus.
Da haben wir doch auf jeden Fall ein bisschen hier schon was. So. Winziges Gerüst. Wir nehmen schon schmales. Ich hätte mir vielleicht mal vorher Gedanken machen sollen, wie ich da überhaupt hochkomme. Ach, ich soll auch nur ein breites bauen. Oh Mann. Da habe ich das falsche Gerüst hier hingezimmert. Kann ich eins mit Leiter gleich bauen? Sollte ja eigentlich Sinn machen, ne? Dass man das baut. Komm. Das Einsammeln ist noch ein bisschen irgendwie sehr verzögert, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Man drückt und dann nimmt er das erst auf. Manchmal auch erst beim zweiten Mal. Hey, wieso kann ich das jetzt nicht platzieren? Aha. Sag nicht, ich hätte das da drinnen platzieren sollen. Ich habe mir gerade, glaube ich, eine Eigentor geschossen. Ah, Gott, oh Gott. Ja, ich weiß, wie komme ich jetzt darüber? Ich mach's halt so. Die wollen bestimmt, dass ich jetzt für jede Ecke ein neues Gerüst aufbaue. Aber nicht mit mir, Freunde. Wollen wir das vom Gerüst aus erledigen? Ja. Ich abuse hier das Spiel ein bisschen. So, oh, Holzplanken. Eieiei. Dann lassen wir schauen, ob wir die herstellen. Ich glaube, hier war das, ne? Holzplanken. Dafür brauchen wir 10 Holz. Ja, ein, zwei Bäume. Oh, schon wieder nachgewachsen. Also das geht wirklich ein bisschen arg schnell. Ich hoffe ja wirklich, dass es wirklich nur wegen diesem Prolog-Demo-Dingsbums hier so schnell eingestellt ist. Was? Das hat gerade angehört, als ob es links neben mir irgendwie gerade zusammengebrochen ist. Dann nehmen wir den Baum auch noch mit. Also irgendwie Soundanimation oder Soundzuordnung ist auf jeden Fall noch nicht so optimal. Das Geräusch kommt immer von links. Warum auch immer. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Okidoki, dann schauen wir mal. Achso, ich muss ja erstmal die Planken herstellen. Wie viel Holz habe ich? 46. Hä? I don't get it. Ach, okay. Wenn ich 10 Holz nehme zum Planken herstellen, dann kriege ich aber nur 9 raus? Verstehe ich das richtig? Irgendwie kurios. Oder, hä? Nee, ach, keine Ahnung. Ich stehe jetzt einfach dreimal her. Schauen wir gleich mal, was da rauskommt. Ja, 36 Planken. Also wie genau das mit
dem Ganzen hier funktioniert, habe ich jetzt nicht verstanden. Aber egal. Konzentrieren wir uns jetzt aufs Bauen hier. Den Bauhammer, ne? Wahrscheinlich. Na, naja, die Dächer sind in so Segmente unterteilt. Okay, im Sprung kann ich auf jeden Fall mit dem Bauhammer nichts machen. Kann man da vorne dran? Yes. Perfekt. Ach so, hier die Ecke auch noch. Juhu. So. Was brauchen wir jetzt hier? Flachs. Aha. Jetzt brauchen wir das, was ich hier schon die ganze Zeit gesammelt habe, was ich aber nicht zuordnen konnte. Der Arme, der ist gleich am Verrecken hier. Können wir auch von den Samen gleich welche wieder anpflanzen, wenn wir davon ja viel mehr brauchen. Nutzen wir doch unser Feld, was direkt zufälligerweise da dran liegt. Oh, wir müssen, oh nein, ich muss erstmal umflügen. Mit dem Bauhammer. Hier auch wieder in Segmente unterteilt. Aber wir werden wahrscheinlich nicht genug... Oh, okay, hat schon gereicht. Okay, wir brauchen Ton und Planken. Wie viele Planken haben wir noch? 20. Dann lass uns kurz Ton holen. Nehmen wir einfach hier die 57 erstmal mit. Das wird ja dicke reichen. Gleich ist der Hammer auch noch kaputt. Das kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen. Und jetzt ist er hin. Primitiver Hammer. Ja, also Ressourcen kriegt man hier echt schnell. Schauen wir mal, wie das im Hauptgame wird. Also, bis jetzt spricht mich das Game an. Es ist zwar... Also man hat noch keine Freiheit, aber ich denke mal später, wenn man hier dieses Tutorial durchgemacht hat, dann kann man auf jeden Fall sich frei bewegen und frei austoben, denke ich zumindest. Obwohl es ja eigentlich chinesische Mauer-Simulator ist. Wenn du die Mauer willst, kannst du mit einem Schlüssel machen. Was? Fokus auf die Struktur. Ah, okay. Hä? War doch falsch? Ah, mit rechter Maustaste. Was ist das hier unten? Okay, das können wir irgendwie nicht auswählen. So, was hat der Gute? Ah. 看到你工作如此决心，让我重新燃起了希望。这个村庄将重现它往日的辉煌。我收到了皇帝的来信，我有一个额外的请求给你。昨天，我收到了皇帝使者的信，他们传递了加快修建长城的人口集结消息。 我年纪太大了，我无法完成这项任务，所以我想请求你帮助我修建长城。你能够应对这个艰难而又疲劳的任务吗？ <音>你已经获得了很多经验，现在是时候利用它了。你想发展什么样的技能？
Ah, okay. Können wieder stufen. Sehr gut. Was wollen wir denn machen? Verfügt beim Frühzugriff? Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. Ist wahrscheinlich ein Bug oder ist es gewollt, dass man das jetzt noch nicht kann? Kann beides natürlich sein. Wir nehmen Geschwindigkeit. 你还记得我们来时乘坐的商队吗? 这辆破旧的马车可以让你游历帝国最遥远的角落。 现在, 就把马车开到你选择的地方吧。 Okay, ich muss ihn erstmal bauen. Untertransport und Fuhrwerkwagen. Wo ist das Ding denn? Transport? Ah, hier. Boah, das Ding ist massive. Oh nein! Ich will als mit der rechten Maustaste drehen und dann breche ich das immer ab. Oh, hier war gerade irgendwie die Möglichkeit. Ach Mann. So, hier. Ah, ich habe es fast vergessen. Nimm deine Karte. Ich habe auf ihr die Position der Changcheng-Aufbau-Aufgabe markiert. Wenn eine neue Aufgabe erscheint, wirst du sie auf der Karte finden. Karte öffnen und Ort auswählen. Mit dem Mauszeiger über Ort auf der Karte schweben, um mehr über sie zu erfahren. Über die Quest-Token fahren, um Anforderungen und Belohnungen zu sehen. Quest-Grafik, Quest-Name, Quest-Beschreibung, erforderliche Materialien, Belohnung. Drücken zum Hervorheben. Ah, okay. Ja gut, aber ich würde sagen, das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge unbedingt wieder einschaltet. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.